Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Gewerbe von Skeva, AZ und AS anzunehmen bei Pfadfinder Jeb auf der verbotenen Insel an dieser Position. Vorquest war Erkundung unserer Vergangenheit und passt auf, sobald ich diese Quest annehme, bekommt die Dacha auch eine Quest. Nehme ich an. Jetzt hat Dacha eine Quest. Und bei dieser Quest gibt es 6 Schlüssel. Diese 6 Schlüssel benötigen wir für die Gewerbe von Skeva AZ. Nehme an. Und die kann man auch schon abgeben. Nun habe ich diese 6 Schlüssel. Jetzt müssen wir mit Jeb quatschen. Und dann die Sprechblase, wo Quest dabei steht. Jetzt aktualisiert sich diese Quest. Und wir müssen das Gewölbe sichern. Dazu müssen wir die große Spinne töten. Erstmal die kleine hier. Mit ein paar kleinen Cooldowns. Ui, die kann hüpfen. Okay. Spider-Man. Dann schnappen wir uns die große Spinne. Hier ein paar größere Cooldowns. Ja, jetzt haben wir uns netzen lassen. Die töten wir auch noch und die töten wir auch noch gleich mit. Üben mit den Gewerbeschlüsseln von Skeva geöffnet. Gut, hier ist eine Tür. Mal benutzen. Scheint zu funktionieren. Ein Gegner. Ich musste auch bloß eine Tür öffnen. Die andere nicht. Wie fies. Ich könnte jetzt noch die anderen Türen öffnen, aber es kann sein natürlich, dass da auch noch mehr Gegner drin sind. Für die Quest genügt es jetzt, diese Spinnendings-Netzseile zu nutzen. Und mal schauen, was wir dann machen müssen. Quest ist bereit zur Abgabe. Also wieder nach unten hüpfen. Oder hätte man von oben auch die Netzseile nutzen können? Weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr ausprobieren. Quest ist dann abzugeben bei Pfadfinder Jeb auf der verbotenen Insel an dieser Stelle. Eingang zu diesem Gewölbe ist hier oben, da wo das Fragezeichen ist. Eventuell könnt ihr die Quest auch dort abgeben. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!